ich schürf mir alles auf. Dieses Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit. Nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jammer. Sie waren auch neugierig. Aber ich bin besser vorbereitet. Hoffentlich reicht es. Ah!
muss irgendwie durch diese Hülle kommen. Durchkommen.
Das wird mir gute Dienste leisten. Thank you.
dieser riesigen Bestie. Da muss ich hin.
Maschinen, die ich überbrücken kann.
Mein Fokus zeigt hier in der Nähe etwas an. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Also, los. Weitersuchen. Der Sonne. Dieser Ort macht mich krank. Eine endlose Jagd. Ich habe Besseres zu tun. Das hier war mal eine Brutstätte, aber die Wildnis ist eingedrungen und jetzt auch der Feind. Wir sollten auch die Befehle hören. Wenn du nicht weißt, was es ist, lass uns doch nochmal in Ruhe.
Schlussjagd. Bleiben! Ich werde dir zeigen, wie es geht. Es muss einen Höhleneinsturz gegeben haben. Und er muss heftig gewesen sein. Hier könnte es gleich Ärger geben. Thank you.
was ihm solche Angst macht. Sehr schön. Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Das wird zu schwer. Sehr schön. Auf eine gute Jagd.
Bitte, lass sie mich nicht sehen. Thank you.
Suche abbrechen. Ziel gefunden. Ist mir entwischt. Mehr kann ich nicht tragen. Ja, sie kommt! Hier sollte sich Nassan einfinden.
Vorbereitung ist alles. Nehme ich lieber mit.
Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Später.
Sehr schön. Informationen zum Überbrücken von Maschinen. Also, Hephaestus ist die Ursache der Brutstätten-Datenstörung? Er hat Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Immer tödlicher. Jahr für Jahr. Warum? Und was oder wer ist Hephaestus? Noch ein Geheimnis für meine Liste. Dass die Osseram auf einem Haufen von Schrott der Alten leben? Wirklich, irgendwo oben im Norden. Oh, ein weiterer Tag ist vorbei. Maschinenreitende Nora mit dem Spezialspeer. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Komm näher. Nenn mich Fernand. Hey, Fernand. Meine Augen sind hier. Ich betrachte deinen Speer. Er ist prachtvoll, aber wie funktioniert er? Man steckt seine Spitze in die Maschine. Ja, aber wie macht er aus Feinden Freunde? Ganz einfach, wirklich. Ja? Aber das verstehst du nicht. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Ich kaufe und verkaufe nichts. Also Pech gehabt. Es sei denn... Manchmal da finde ich auch Basteleien. Gut. Okay, Fernund. Was für ein Vorschlag. Als der idiotische Kaja-König herrschte, versteckten Fremde oft Wertsachen von Räubern. Tja, ich fand eine. Was ist es? Ein Relikt von den Alten. Du würdest es vermutlich besser begreifen als ich. Doch leider liegt es in zu großer Höhe für mich. Aha, und ich soll es jetzt für dich holen? Ein brillanter Plan. Du kannst bestimmt besser klettern als ich, ganz sicher. Hol es. Bring es her und wir teilen den Gewinn. Soll ich nicht erst mal schauen, was es ist? Das geht auch. Was machst du denn genau? Ich handle manchmal. Gut. Könnte interessant sein.
Was soll ich tun? Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks. Und es wird sich auszahlen. Das werden wir sehen. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich... Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg, nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt, doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Wochen! Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne! Wo sahst du sie zuletzt? Gestern Abend, zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind. Spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Ist im Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße. Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber. Es macht ihr Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich führen. Dem Ende zu. Das wird ein herrlicher Tag. Selbst in guten Zeiten mache ich kaum Profit. Besonders, weil ich immer so viel wie möglich den Bedürftigen gebe. Möchtest du etwas Obst? Genieß es lieber, bevor sich jemand mit dem Rest davon macht. Hat dich denn jemand bestohlen? Ja, beinahe jede Nacht. Nicht so viel, dass ich zumachen muss, aber genug, um weh zu tun. Hat der Dieb Spuren hinterlassen? Nur ein paar Schalen von Früchten am Lagerhaus. Keine Hinweise. Warum gehen die Wachen dem nicht nach? Die Wachen geben Tieren die Schuld. Doch das glauben sie selbst nicht. Sie haben wohl andere Sorgen als meinen schmalen Lebensunterhalt. Hast du irgendeinen Verdacht? Die meisten Leute hier kenne ich seit der Kindheit. Ich glaube nicht, dass sie Obst stehlen würden, was aber ein paar andere Sachen angeht.
Ich kann Spuren lesen. Ich kann den Dieb suchen. Wirklich? Vielen Dank. Du könntest in meinem Lager am Fluss anfangen. Jemand muss verzweifelt sein, zu stehlen, statt einfach zu fragen. Mal sehen, was ich finde. Anscheinend hat Elida ein paar Sachen dagelassen. Sie hat wohl gegärtnert. Etwas vergraben. Nein. Ausgegraben. Das hat Spuren hinterlassen. Zusammenhang der Dinge unseren Platz. Blütenblätter. Warum hat sie Blumen aus ihrem Garten mitgenommen? Hast du irgendwas im Garten gefunden? Noch keine deutlichen Hinweise. Ich gebe dir Bescheid. Wie kann unser sanfter Sonnenkönig Avar von diesem schlechten... Immer konzentriert, immer Wasser. Das ist meine Meinung. Die Blütenblätter hören hier auf, am Wasser. Könnte ihr Vater recht haben und er hat nur am falschen Ort gesucht? Seile, um ein Boot festzumachen. Vielleicht ist sie damit zu dieser Insel gefahren. Ich werde schwimmen müssen. Das sieht vielversprechend aus. Gelernt. Was machst du hier überhaupt? Vielleicht kannst du mir erstmal ein paar Fragen beantworten. Was machst du hier auf dieser Insel? Ich wollte allein sein. Dein Vater denkt, dass du tot bist. Dass er überhaupt gemerkt hat, dass ich weg bin. Er lässt das ganze Dorf nach dir suchen. Er ist besorgt. Da
als Schnappmaul hielt mich auf. Du hast es erlegt, also danke. Ich komme jetzt zurecht. Warum sind die Blumen hier? Einfach nur so. Ich will es hier schöner machen für uns, für uns alle. Wer ist uns? Ist sonst noch jemand hier? Nein, nein. Ich wollte meine Freunde damit überraschen. Hier ist sonst niemand, offensichtlich. Gehen wir zusammen ins Dorf zurück. Ich möchte mich noch um den Garten kümmern. Ich bleibe nicht mehr lang. Ich komme klar, versprochen. Weißt du, ich glaube, ich bleib auch noch ein bisschen und sehe mich um. Das ist doch nicht nötig. Glaube schon. Schlafsäcke. 2 Stück. Und 2 Tassen. Sie war nicht allein hier. Elida scheint einen Freund zu haben. Elida, wenn du allein sein wolltest, warum die beiden Schlafsäcke? Und lüg mich nicht wieder an. Bei der Sonne. Ich weiß nicht, wo er ist. Wer? Atral. Er gibt ein Signal, wenn wir uns treffen können, aber er ist nicht hier. Wer ist Atral? Ein Freund aus Kindertagen. Bei der Gartenarbeit steckte er mir immer Würmer in den Kragen. Ich hab das gehasst. Aber dann trafen wir uns hier und alles war ganz anders. Wir redeten stundenlang. Er half mir beim Blumenpflanzen. Ich brannte darauf, ihn zu treffen. Als ob ich tot wäre und nur lebe, wenn ich mit ihm hier bin. Weißt du, wie das ist? Ich... Nein, eher nicht. Warum die Heimlichtuerei? Atral ist ein Soldat der Kaja im Schatten. Er ist im Außenposten, hinter dem See. Es ist Verrat, wenn wir uns treffen. Wie soll ich das Vater sagen? Oder sonst jemanden? Wie kommt es dann, dass ihr euch hier trefft? Wir spielten früher hier. Als er weg war, kam ich manchmal noch her. Eines Tages war er dann hier. Und er lächelte mich an. Wir spielten wie damals als Kinder, aber er war so anders. Es war der Krieg. Wir waren keine Kinder mehr. Danach trafen wir uns heimlich. Er entzündete ein Feuer, wenn es für ihn sicher war, seinen Posten zu verlassen. Doch letzte Nacht... Kam er nicht? Ich habe die ganze Zeit gewartet. Außer dir ist niemand gekommen. Genug jetzt. Du musst nach Hause. Bitte. Wenn du schon mal hier bist, suchst du nach Atral? Er hat auf der Insel dort das Feuer entzündet. Wenn ich gehe... Tötet man ihn vielleicht. Oder die Waffenruhe bricht. Doch eine Nora kann hin. Ich wollte doch nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Ich tue, was ich kann, wenn du zu deinem Vater zurückgehst. Okay. Aber komm später zu mir. Ich kann nicht schlafen. Nicht atmen, wenn Atral da draußen sein könnte. Verletzt. Der schnellste Weg nach unten.
Hier sind die Überreste des Feuers. Es scheint einen Kampf gegeben zu haben. Jemand wurde weggeschleift. Für wen war das Signal? Vielleicht gibt es noch, das muss Atral sein. Das Wort der Schatten. Wartet unter der Sonne. Atral. Bist du Atral? Elida schickt mich. Elida, ich wollte sie fragen, ob sie mit mir weggeht. Irgendwohin, weit weg. Irgendwo in die Sonne, wo kein Schatten uns erreichen kann. Doch es hätte nicht geklappt. Sie wären mir gefolgt. Das weiß ich jetzt. Elida, sag ihr, dass sie nichts über die Insel wissen. Sie ist sicher. Gib ihr das. Sag ihr, das ist es wert. Atral? Arme Atral. Und arme Elida. Meine armen Füße. Sag es nicht. Ich weiß, er ist tot. Die Schattenkaja fanden ihn. Doch du solltest wissen, er hat dich nie verraten. Ich soll dir diesen Schlüssel geben. Der passt ins Schloss, das er mir gab. Er sagt, das zeigt unsere Verbindung. Danke für den Schlüssel. Danke für alles. Er sagte, das war es wert. Alles. Ist alles okay? Nein. Aber schon bald. Sagst du da gerade, was ich glaube? Elida, nein! Sieh mich an! Sieh mich an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlst. Aber du bist nicht allein. Dein Vater war verzweifelt, als er dich für tot hielt. Wirklich? Er behandelt mich immer noch wie eine Puppe. Kostbaren Besitz. Nein. Und ohne Atral bin ich allein. Das ist es nicht wert. Warte, Elida. Ich lag falsch mit Atral. Er sagte nicht, das war es wert, sondern das ist es wert. Alles. Die Trauer kann einen überwältigen. Aber sie erinnert uns an wertvolle Verbindungen. Zu Atral. Sogar zu deinem Vater. Atral hätte gewollt, dass du dich erinnerst und weitermachst. Ich weiß es. Einverstanden? Ich versuch's. Bitte, lass mich deinen Vater holen. Redest du mit ihm? Na schön. Ich hätte dir was dafür geben sollen, dass du Elida gefunden hast. Ist.
Irgendwas? Elida braucht dich. Zum Zuhören. Sofort. Geh in den Garten. Schnell. Ich gehe. Jetzt sofort. Wurde kürzlich bewegt. Na also, Spuren. Faules Obst. Aber die Kaninchen mögen es. Oh, da. Eine Obstspur, der ich folgen kann. Wenn ich keine Früchte im Gras übersehe. Sehr nützlich. Ist das die letzte Frucht? Okay, weg da, aus dem Weg. Ich will mal gucken. Diesmal sind es Fußspuren.
Er muss hochgeklettert sein. Vergib mir! Da ist unser Dieb. Und er steckt in Schwierigkeiten. Danke, Wilde. Du hast das Gericht der Sonne verhindert. Was habe ich? Ich ließ das Elend Sonnenfalls vor kurzem hinter mir und wusste, dass ich nicht nach Meridian zurück kann. Also habe ich Obst gestohlen von einer Frau in Lichtenmarkt, nur zum Überleben. Doch die Grauhabichte sind das Gericht der Sonne. Du glaubst, sie haben angegriffen, weil du gestohlen hast? Was sonst? Was, wenn ich die Frau um Verzeihung bitte? Spricht mich das frei? Rettet mich das vor den Habichten? Ich hab die Habichte erledigt. Und ja, du solltest um Verzeihung bitten. Die Frau vom Obststand ist sehr nett. Sie vergibt dir. Die Sonne hat gesprochen! Danke nochmal, Wilde. Möge die Sonne dich führen. Toll. Endlich nennt man mich nicht mehr Ausgestoßene, aber dafür Wilde.
viel zum Thema Sicherheit. Nach mir suchen würden. Das Eclipso-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn?
Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Dahinter ist. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Was ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. No!
mir noch weiterhelfen. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Hallo. Du bist nah dran. Du musst nach oben. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Dann mal los. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Unseren Maschinen pulsiert die Macht. Der Zorn des Schattens durchdringt sie. Diese Rost.
da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben. Klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet. Ich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit. Verstanden. Oh, hast es geschafft. Die ganze
ganze Basis ist alarmiert. Daneben. Ja, ich hab's bemerkt. Lauf oder du stirbst. Vorsicht, da sind noch mehr. Brücke in Sicht. Das ist der Ausgang. Ich weiß. Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall. Und Zero Dawn.